Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von God of War 4. Ja. Beziehungsweise zur ersten Folge, denn ich will es nochmal komplett von vorne spielen. Warum, wieso, weshalb, werde ich euch gleich mal so im Laufe der Folge erklären. Steig jetzt in das Boot. So, das kennen wir ja alles ja mittlerweile schon. Ja, wie gesagt, ich hatte da ja die ersten zwei Stunden damals gestreamt gehabt, als das Spiel rauskam. Ich will... Soll ich ihn noch ans Boot binden? Ich mach das schon. Ich will das Erlebnis aber komplett nochmal haben, vom Anfang an. Junge. Junge. Er hat immer noch keinen Namen. Das reicht aus. Dem Fluss abwärts folgen. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater. Trägt das, als wäre es gar nichts. Ja, wie gesagt, ich möchte das einfach nochmal komplett von vorne spielen. Das ist eins der besten Spiele, was dieses Jahr bis jetzt rausgekommen ist. Wahrscheinlich das beste Spiel, wenn man so guckt, was bis jetzt noch so kommt. Und ich will einfach das ganze Erlebnis nochmal machen. Deswegen gibt es dann immer ein bisschen längere Folgen, also keine 20 Minuten Folgen. Und mal schauen, wie es weitergeht. Wir spielen das Ganze auf normal, also im zweiten Schwierigkeitsstufen, in diesem ausgeglichenen Modus. Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter.
Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Ah, allein schon die Musik, da kriegst du Gänsehaut. Die Inszenierung ist einfach grandios. Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Ach Mensch. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Atreus jagen. Ah, da hat er doch einen. Stimmt, er hat ja doch einen Namen. Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Ist hier noch irgendwas, das er mitnehmen kann? Geht's dahin? Ich dachte, wir gehen jagen. Machen wir auch. Jemand hat unser Boot geklaut. Frechheit. Na komm, lass uns jagen gehen. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter.
Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Werkzeuge? Schlauer Junge. Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Ach, das ist so mega, das Spiel, ey. Ich hab nur immer Angst, dass ich irgendwo was liegen lasse. Und der überall seine Spielsachen liegen lässt, Junge. Ah, seht ihr, da geht's ihm schon los. Ich geh mal da vorne nachsehen. Warte, ich komm mit. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Drüber springen. Hier lang, Junge. Seht ihr? So. Siehst du, ist doch ganz einfach. Halt! Hirschspuren! Frisch! Hier lang! Gefunden! Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwo was vergesse. So mega allein, wie der schon die Kisten aufmacht, ey. Kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Leviathan. Los. Oh, was ist hier passiert? Da ist der. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Ah, also immer noch meine Lieb. Es mag. Das liebe ich noch immer so. Hinten ging es doch irgendwo lang. Alter. Mehr ist der Junge nicht zu bieten? Das mag ich so. Diese Funktion. Thank you.
So, lief doch gut. Draugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Okay. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Ja, ich komme auch gleich. Oder wir folgen dir. Papa muss ein bisschen was aufräumen. Ja. So, da war eine Kette, die nach oben ging. Oder? Ah ne, das ist die Kette, die nach unten ging. Ich glaube, hier war ich beim letzten Mal gar nicht. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. So, Ziele. Fallen, Aufträge. 15 Wölfe töten, okay. Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Geht's hinten weiter? Nee. Es sah nur so aus. Dann geh wieder hoch. Ja, klammer dich wieder schön an mich, McLeaner. Hat's ja gelohnt da unten. Und wo gehen wir jetzt hin? So, von da sind wir gekommen und da wollte er, dass wir weitergehen. Die Kiste hatten wir schon. Okay, fangen wir mal rechts an. Sollten wir hier drin sein? Siehst du, daran kann ich mich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr erinnern. Oder? Nee, doch, das haben wir gemacht. Das haben wir doch gemacht. Ich muss mal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen runterstellen. So, das dürfte reichen. Legendär! Sie haben einen der Äpfel gesammelt. Okay, nice. Für den insgesamt 9 magisch verschlossenen Truhen für jeweils 3 gesammelt und maximale Gesundheit erhöht. Okay. Deshalb lohnt es sich einfach mal überall hinzugehen. So, da sollen wir bestimmt insgesamt wieder hingehen. Da liegt ein Schild. Ach ne, von da kommen wir ja. Wir sind ja, wenn wir reingekommen sind, sind wir ja nicht einmal nach rechts gegangen. Das heißt, hier von hier sind wir gekommen. Also müssen wir gucken, ob hier nach links noch ein Weg ist. Er will aber automatisch dahin. Moment, wir sind von da gekommen.
Nee, von wo sind wir denn gekommen, Fein? Bin schon wieder verwirrt. Genau, wir sind von da gekommen. Von da sind wir gekommen und sind dann da den ersten Weg nach rechts gegangen. Entschuldigung, muss ich mal kurz an der Nase krabbeln. Hier waren wir doch auch schon. Ich bin verwirrt. Ich. Ja, hier lang. Na gut, wir folgen doch mal ihm. Da oben! Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir heute tun, schon. Was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Kommt er irgendwie runter? Oh ne, sind wir wieder draußen. Da sind wir wieder draußen. Unsichtbare Wand. Wir kommen bestimmt irgendwann da runter, weil da unten ist ja bestimmt was. Klingt nach Wölfen. Okay. Gegner Gesundheitsbalken würde über ihm angezählt, wenn er Schaden hat oder wenn gerade das. Die Kampfanimation ist einfach mega. Ja, die Kampfanimation ist einfach super geil. Selten so eine schöne Kampfanimation gesehen, muss man ganz ehrlich sagen. Lasst mich da rein! Irgendwie muss das Tor aufgehen. Warte mal. Genau so ging das. Und dann wird's. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Okay. So kommen wir natürlich hier rein. Hacksilber! Also.
Ist das vierte Spielzeug, was wir brauchen? Wo gehst du Na, hin? Leider nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, beruhig dich mal, Kleiner. Ich muss ja nur eine Kiste aufmachen. Oh, wo kann man denn da oben noch hin? Eieieiei. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, irgendwie gibt es da noch einen Weg, da reinzukommen. Ey, weißt du, allein wie der die Kisten aufmacht. Hierher. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? So, neuer Auftrag. Jeder Schein birgt die Geschichte eines legendären Allerjöten. Okay. 6000 EP. Das lohnt sich natürlich. Oh Gott, ich habe so eine Wärme hier in der Bude, ey. Ich kann aber auch das Fenster nicht aufmachen, weil ich danach dadurch einfach zu viel Nebengeräusche habe. Achso, da sind wir durchgekommen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich später hin, wenn er seine Bogenschützen-Skills hat. So, von da sind wir gekommen. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Fester Stand. Ruhige Haltung. Wieso wird der Kopf mir nicht rot angezeigt? Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn! Gut. Ich hätte gern einen Kopfschuss. Er lebt noch. Dann töte ihn. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Müssen wir mal mit ihm zurück, weil ich glaube, wir haben jetzt die Bogenschießen-Attacke.
Dann vergessen, dass das jetzt kommt. Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. So, wie geht das immer? Drücken Sie, mal halten Sie gedrückt. Okay, warte mal, ich muss mal noch mal gucken. Geh mal aus dem Weg, Kleiner. Mal da hinten ist Leben. Hallo! Au, ich bin ausgewichen. Komm her, Großer. Ich mach das nicht. Aua. Ich mach das hier nicht richtig gerade. Aua. Da wollte ich zu viel. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Lässt du den kleinen Ruhe? Oh, genau. Was hat der denn nicht geschossen? Aber. Ah, das war so klar. Was hat der denn eben hingeschossen? Der Gegner steht links und er schießt 3 Meter daneben gegen den Baumstamm. Ist er nicht. Okay, jetzt wieder. Aua! Nein!
Okay. Nein. Aber wir waren doch irgendwo leben. Da hinten war Leben. Knapp. Nein. Der Rage-Modus, ey. Wo schießt er denn hin? Ach, der schießt mal dahin, wo ich hingucke. Ah, alles klar. Geht er wieder auf den Jungen? Aber... Genau! Ah, jetzt kommt wieder genau Quicktime. Er wollte es aber auch nicht anders. Sie haben mich gezeigt! Junge. Beruhig dich. Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Hey. Und schon das erste Mal gestorben. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Hundert XP. Was haben wir, was wir mitnehmen können? Ja. Ich will nichts mehr von dir hören. Hacksilber, 3000. Nicht so tolle Trolle. Hier lang geht's nach Hause. Mann. Schönes Wortspiel. Gut, mein Lieben, ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle Feierabend. Wir sind jetzt schon wieder bei fast 40 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von God of War hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.